Hallo, wir sind's wieder. Wir spielen noch eine Runde Fallout 4. Wir wollen jetzt endlich Kellogg finden hier in seinem Versteck. Und Karl, reicht die Klappe. Fallout 4, irgendeine Folge, die halt jetzt so ansteht. Och, ich habe ja hier so einen Typen, den kann ich mal anziehen. Den Typen anziehen? Ja. Aha. Das muss man. Du meinst seine Rüstung anziehen, ja. Nicht den Typen. Den Typen der Rüstung. Das wäre blöd, wenn du den Typen reinkriegst. Wir wollen, er hat nämlich echt Schiss hier. Lass ihn das mal. Wo ist er denn? Hä? Harry! Harry! Hey! Rede weiter. Kannst du das Terminal entsperren? Schon erledigt. Hä? Du hast doch gar nicht angefangen. Mach das von Weitem. Na, er kommt. Okay. Er wusste aber, welches ich meine. Naja. Jetzt. Ich finde gut, dass wir den mithaben. Ja. Na, also. Ja, das war ja auch Einsteiger. Also hättest du das nicht geschafft, dann hätte ich das sogar gekonnt. Das will schon was heißen. Was gibt's denn hier? Ein C vielleicht? Turmsteuerung. Drei Einheiten. Systemdiagnose. Alle offline. Drei sind offline. Das ist schön, dann lassen wir die auch so. Ja. Weil vielleicht kann man die ja, dass er die nicht irgendwie... Nö. Nicht, dass er die aktiviert oder so. Dass man die vielleicht so in Wartungsmodus setzen kann oder so und der die dann gar nicht aktivieren. Dann kann er das ja auch. Hä? Musst du mal? Du kannst auch gar nicht müssen. Na, aber vielleicht sollst du mal aufs Klo. Oh. Oh. Ach, wieder eine Handkammer. Also, ich meine, das ist ein... Guck mal hier. Und hin und her. Ja, das ist ein Erste-Hilfe-Kasten, ja? Ja. Und der ist abgeschlossen. Das ja, ist ja damit wie in du so da nicht so schnell ran kannst. Das ist ja wie in so einem Wimmelbildspiel. Ja, das machst du die Handkammer kaputt und klick und ab. Hör doch mal auf, ich brauche doch jede Haarklammer. In der letzten Folge und diese auch jedes Das ist mal, Einsteiger. Jedes Mal machst du knack und jetzt sogar zweite Mal nicht. Das war ja, toll. Zwei Stimpel. Die braucht doch eh nicht. Bierflasche. Da kann das man ist nicht. Aber ein lustiger Duschkopf. Und überall sind die Wasserhähne weg. Das finde ich immer so lustig. Was steht denn da noch? Zigaretten, da hat wieder einer auf Klo geraucht. Oh, ich hasse das, wenn man auf Klo raucht. Ja, das stinkt dann immer so. Doppelt. Guck mal, alles ausgeschaltet. Passwort. Hab ich das Passwort? Das hab ich wohl gekriegt. Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass ich das gekriegt hab. Tür öffnen. Hast du wahrscheinlich von der Leiche eingesackt. Ja. Ich weiß das auch. So, damit hat er nur überhaupt nicht gerechnet. Das ist ja noch mehr. Oh, guck mal, noch mehr Drogen. Oh, geil. Oh, ist ja nach Drogenhöhle. Haarklammer, guck mal, wie viele Haarklammern. 9 insgesamt. Die verbrauchen wir auch gleich wieder. Die klappt, die Haarklammer ist ab. Diese, Bob, bist du fix die heute? Die halten aber auch also gar nichts aus. Ganz klein, dusselige Haarklammer, die machst du nicht. Beim zweiten Mal schaffst du das immer. Super, ich weiß nicht warum. Da, und jetzt noch einmal. Schon wieder. Klicke die Haarklammer ab und zittern und weg. Nee. Oh. Das hast du ja diesmal. Na gut. Patron. Oh, guck mal in die Ecke. Guck mal, ganz viele Dosen liegen auf dem Boden. Plattgetrampelte Dosen. Dran. Kellogg ist ein Profi. Das wird kein Kinderspiel. Fatman! Yeah. Da ist doch noch eine Atombombe. Die Fatman und Fusionszellen. Mini-Atombomben. Ist das? Eine automatische Laserpistole. Cool. Scheiße. So fett, da kommt nicht durch die Tür. So fett ist die. Oh. Fatman ist cool, der Christo. Muss man gleich mal ausrüsten. Aber worauf? Auf die 9. Da ist noch Platz. Fatman. Was ist das oben für eine Schiene?
Da fliegt dann die Bombe rein, raus. Aha. Ja, ja. Cool. Kamen wir daher? Oder waren wir da schon? Nee, da waren wir doch noch nicht, ne? Doch, da hast du geschlafen. Hab ich geschlafen. Trampel, trampel, trampel. Ist doch kein Wunder, dass der hört, wo du bist. Oh, da hat er schon mal geraucht. Guck mal, das ist alles ganz dunstig. Aber das Bett sieht sauber aus. Kommode? Guck mal, da ist Rauch. Das Licht von dem Paillettenkleid nehmen wir mit. Das machst du dich mal schick. Nee, nee. Doch, du machst dich mal schick. Ach Mann, hier ist doch nix. Was ist das? Haarklammerbox. Also Haarklammer kriegst du ja ohne Ende. Ja. Die rechnen mit dir. Bist du böse? Ja, 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 ja. Nee, die rechnen mit dir, weil du mich immer ablenkst. Das mache ich gut, nicht? Was ist das? Kaugummi. Und was ist das hier? Da lag noch ein Zettel, ein Heft oder sowas oben drauf. Da lag noch was oben drauf. Ja, guck ich gleich. Ein Klemmbrett. Okay, hab schon gesehen. Klemmbrett. Das kann man sich unter den Nagel klemmen. Drängel. Gut. Wir wissen ja, was uns hier erwartet. F5. Und wir gehen... Weißt du was? Rein, ja. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du jetzt dein Baby wiederfindest. Nein, aber er soll uns ja Informationen geben. Das sei. Der hat das bestimmt verkauft. Wo ist er? An den Höchstbietenden für 3,50 Euro. Ja, von irgendjemand hat er ja den Auftrag gekriegt. Aufbereitetes Wasser. Das nehmen wir mal mit, ne? Ja, ja. Der schöne Schrank ist so bitte. Oh, guck mal, so eine alte Filmkamera. Witzig. Aber wieso? Wieso nicht? Batterie? Gut. Munitionskiste. Ach, du hast ja wieder Hackhammer gekriegt. Ja, ich will erstmal das Schloss knacken, weil er jetzt mit uns reden will. Klack. Noch einmal. Das ist schwer. Das wär's. Fusionszelle. Hast du geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Da ist noch ein weißes Kissen. Reden wir, hat er gesagt. Ja. Ist aber der hat trotzdem Schiss. Jetzt will er reden. Ja, natürlich. Adektol. Kamera. Wenn man so weit kommt, genau. Dann denke ich mal... Ach, vielleicht, das ist sowieso eine Falle. Wahrscheinlich ist es eine Falle. Guck mal her. Hier. Aufgepasst. Ich bin ganz Ohr. Ich muss mal handeln. Hier ist mein Angebot. Nein, hier ist mein Angebot. Kennst du Schrott? Kennst du Stefan Schrott? Du kriegst auch Zigaretten dafür. So, der kann doch alles tragen. Ja. Oh. Ne. Was ist das? Vorsichtig. Da ist sie. Die unverwüstlichste Frau des Kommens. Der redet nicht. Nee. Du hast ein Sprachchip geklaut. Hier sind wir also. Schon lustig, oder? Ich finde das nicht lustig. Ich bin eine Marionette, wie du, gute Frau. Das war klar. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Gut, vielleicht kein Baby mehr, aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Fick dich! Das darf man, das ist nicht, ne? Aber nein, das ist ja auch nicht für Kinder. Verdammt, du verfickter Söldner! Sie hat's doch gesagt. Ist... mein Sohn. Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. Ja. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Das geht gleich los. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut.
Wie komme ich da hin? Also wo ist es? Dieses Institut. Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Es findet ein. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin. Bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Schieß ihn um. Das will ja nicht. Oh, ich bin bereit. Die Frage. Bums. Ich hätte vielleicht die Waffe nicht ziehen sollen. Ja. Rekorder. Ich sammle erstmal Sachen ein. Kämpfen können die ja. Komm, was es hier alles gibt. Aber echt. Du bist ja doch nicht so ein Waschlappen, wie ich dachte. Du musst das nicht tun. Wo bist du denn nun? Der beamt sich durch die Gegend, oder wie? Da ist er aber. Die Richtung. Das spart Munition. Hau ihn! Schwein, ich schlag dir die. Hau ihn um! Den Schorn aus den Knochen! Sack! Nochmal für den Mann! Und für mich! Du kannst dich nicht mehr wehren! Du kannst dich nicht wehren und er heilt sich im Auge! Und nochmal! Und nochmal in die Fresse! Genau! Oh! Gute Arbeit! Du bist aber Mistkerl. So viel Technologie. Wir sollten du warst ja kaum noch ein Mensch. Alle Infos sichern, die es hier gibt. Oh. Ich muss mal ganz schnell was essen. Aber wieso habe ich so viel Schaden gekriegt? Achso, das kriege ich wahrscheinlich auch dann von dem Teil, ne? Das aufbereitetes Wasser? Hätte sich meiner selber umgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht ist diese komische Schlagstoff doch gar nicht so gut. Aber ich habe ganz viel Sachen gekriegt. Da muss ich jetzt mal gucken. Gefängnislumpen. Kellogg's Outfit. Du hast aber jetzt doch die Rüstung an, nicht? Ja, ja. Das macht ja auch nichts. Ich wollte gucken, was ich da noch für Waffen gekriegt habe. Die will ich nicht. Puls, meine Kellogg's Pistole. Guck mal. Füllt deine Aktionspunkte beim kritischen Treffer wieder auf. Die macht gut Schaden, ne? Das ist ja schön. Die nehme ich mal auf die 2. Genau. Leuchtpistole, die hätte ich auch mal benutzen sollen, ne? Das mache ich mal. Die Leuchtpistole mache ich mal bei Sworn. Da im See, da der Typ. Ach, der Typ. Genau, das ist mal eine gute Idee. Dann gehen wir da hin und schießen und dann kommen sie alle und du guckst zu. Was haben wir denn hier alles? Guck mal, das macht alles viel mehr Schaden inzwischen. Dann solltest du vielleicht das, das mal... Das ist ja... Kuh. Aber worauf? Da, guck mal. Ach ja, das habe ich ja. Sicher, dass wir das nicht noch brauchen? Ja. Ja, ja. Kannst du ja trotzdem mitnehmen. Ja. Das brauchst du ja für Aufklärung. Ja, ja. Und so. Ja. Aber guck mal, das sieht alles. Ein Otoskop? Was macht das? Was ist das? Otoskop. Das ist aber viel Kram. Ja, hier muss guck ich jetzt. Guck mal, das sieht alles neu aus. Ja, ja. Das ist nicht dreckig hier. Nee. Hier muss ich alles mitnehmen. Was hat der hier gemacht? Ja gut, der war ja halb Maschine und halb Moorrübe. Moorrübe. Okay. Guck mal, das sieht alles rottig aus, ne?
Ja, was aber da ist eine Ecke, die ist nicht rottig. Aber und da geht's auch viel mehr rum. Was, da liegt was. Nur so eine Scheide. Ich dachte, das war den Text. Textbaustein. Haarklammer, Klebeband. Ein Sünd. Funktionszellen. Geh doch mal an die saubere Stelle. Ja. Ich hab den Eindruck, da fehlt noch was. Geh doch mal da. Nein, nein, kannst du das Gerät nicht? Was? Ja, das da. Das da. Kellogg's Terminal. Genau. Oh, guck mal, sieht viel ist schicker doch aus. Wichtig. Wir haben ja das Passwort gekriegt. Gleich mal gucken. Ist aber auch nur so ein komischer Bildschirm. Ein bisschen rund, ne? Merkwürdig. Zugriffsprotokolle anzeigen. Zugriff. Lokal Login Kellogg. Anmerkung. Habe den Jungen namens Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Haben neue Befehle erhalten. Sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt. Vor Tagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Diese hat ihn verkauft. Klar. War ja nun erst ein Söldner, ne? Na klar, war ein Auftrag. Glauben Tür öffnen. Kind. Dann hat Kellogg also keinen Mist erzählt. Nee. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Tja. Tja. Wo ist das Institut? Die Gegend hier hat es hart erwischt. Ja. Ich weiß, was ich tun würde, wenn ich da wäre. Na? Ich würde das Institut so ärgern, dass die mich klauen kommen. Dann bin ich da. Ach, deswegen kamen wir hier nicht rein am Anfang. Wenn du Munition suchst oder erschossen werden willst, bist du hier richtig. Was? Will ich doch gar nicht. Wo kann man denn hier raus? Da kann man raus. Guck mal, das steht ja auch drauf, ne? Exit. Exit. Da ist noch ein Schild. Lösche. Hey, du wo ist ein Schild? Hä? Leiter. Hä? Oh. Aber wir haben kaum Schaden gekriegt, ne? Ja, du warst noch fast tot. Ja, aber der Anzug hat keinen Schaden gekriegt. Dann beamen wir uns mal nach oben. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den blöden Frühstücksmüsli gegessen. La 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 la, wo fahren wir denn hin? Dieser Fahrstuhl, der ist aber ewig unterwegs. Ich weiß, wo der hinfährt. Fährt er jetzt nach oben oder noch? Oh. Zugang zum Dach. Der ist schon da? Wie? Terminal. Ich höre da schon wieder so einen Geschützturm. Turmsteuerung. Deaktivieren. 5 Stück. Online, alles sauber, Fehler. Das geht doch gar nicht hier. Mach mal aus. Deaktivieren. Naja, den einen oder anderen hast du vielleicht schon kaputt gemacht. Sicherheitstürsteuerung? Was ist das denn jetzt schon wieder? Verriegelt, also mach sie auf. Ja, weil da das jetzt anders ist. Was ist das? Mami! Was geht? Menschen des Commonwealth. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wenn du weiterziehen willst, gern. Aber andererseits bin ich auch nicht ich, der ab und zu schlafen muss. Oh nein. Wie? Ängstlich in das Dunkel starrend blieb ich stehen. Verwundert. Alter. Cool. Ist das krass. Da bin sogar ich sprachlos. Die sind ja cool. Hammer, ne? Kann man sich denen anschließen? Ich meine, die scheinen nun echt was auf dem Kasten zu haben. Dann haben wir vielleicht mehr Chancen, dann bleibt der Kind zu finden. Das war bei Fallout 3 nicht so. Da waren die eigentlich ziemlich arschig. Kann man nicht anders sagen. Ist egal. Du hast dein Ziel. Du willst dein Kind finden. Und jetzt bist du im Keller. Scheiße. Fein.
Komm ich denn da jetzt wieder hoch? Gar nicht. Ich will da hoch. Ich möchte da hoch. Dann geht doch die Leiter hoch und springt von oben runter. Welche Leiter? Ist das eine Leiter? Ist das eine Hinter Leiter? Dir. Links. Links, dreh dich. Geh doch so. Okay. Hier ist eine Leiter. Ach, ich. Ein Flansch. Ein Flansch. Flansch. Aber es ist Tag. Ist das nicht schön? Ja. Endlich mal. Und es regnet nicht. Nee. Oh. Und nu? Wo sind wir hier? Warte mal. Wo sind wir irgendwie? Ich guck mal, wo wir sind. Oh. Darf ich mal kurz an die Quest gucken? Nein. Doch. Du hast wir haben doch hier das mit der Constitution, ne? Auf ja. Karte zeigen. Fort Haken ist abgeschlossen. Und was ist das für, eine, für ein Bomben, das Symbol da drüber? Das, aber das ist doch hier auch. Da drüber? Fort Haken Füllstation. Ja. Müssen wir da, das ist nicht abgeschlossen, da müssen wir vielleicht noch hin. Das, also irgendwie habe ich mich erzählt, ja, das ist ja gleich hier um die Ecke. Da hätte ich gar nicht beamen müssen. Nee, du bist vielleicht jetzt 5 Meter weiter. Ich wollte den nicht töten. Der sollte für mich eigentlich noch, für, ich meine, er ist ein Söldner, hätte ich doch bezahlen können. Also pass mal auf, dieses Arschloch hat deinen Sohn geklaut, deinen Mann umgebracht. Und du willst ihn nicht töten? Das war ein Auftrag. Der hat den Arsch voll gekriegt. So, ich wollte hier mal die Quest suchen. So, Wiedersehen macht Freude, mache ich mal aus. Was soll man denn hier hin? Naja. Bist du doch hier richtig oder nicht? Weiß nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Hm. Hä? Da, finde die FL. Ah. Da musst du doch wieder. Da waren wir doch gerade und ich habe das nicht gefunden. Du musst reinzoomen. Das will ich, noch schaffen in den 7 Minuten. Da hast du noch mehr Falten wie jetzt schon. Dann haben wir nämlich das mit der Uses Constitution erledigt. Ach, guck mal, jetzt kannst du wieder da reingehen. Ja, ne? Scheiße. Ja. Nee, dann nicht. Doch, musst hier, musst ja, hier musst du ja so rum. Echt? Da oben kommst du ja nicht rein. Jetzt musst du da runter. Das stimmt, da hast du recht. Latsch, latsch, latsch. Ich hab das aber nicht gefunden, ne? Ach, vielleicht jetzt. Jetzt hast du es hier an. Ach, wieso hab ich das denn übersehen? Das ist doch blöd. Also ist das ärgert mich. Das ärgert mich. Nein. Ja. Das liegt jetzt bestimmt irgendwo rum und du bist da schon rum. Du warst du doch schon. Ja, natürlich war ich hier. Ich habe aber nicht dran gedacht, das Ding zu suchen. Mensch. Da warst du auch schon. Ja. Das hier ist ein finsterer Ort. Das wissen wir. Hier waren wir ja auch schon. Hihihi. Ich habe vergessen, das Ding zu suchen. Er zeigt dir das doch aber doch irgendwie hier an, wo ich hin soll. Kommandozentrale, war das hier lang? Das ist so blöd zu finden, ne? Ja. Dreh dich doch mal. Nee, da muss ich wieder zurück. Guck mal. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt. Das ist, wenn da eine Tür ist, muss man irgendwo rein. Ja. So, und jetzt ist da keine Tür. Das heißt, das muss hier ja irgendwo zu finden sein. Im Eimer? Nein, geh doch mal weiter da rum. Nee. Basketball? Nee. Hm. Geh noch weiter rum. Muss ich hier wieder hoch? Vielleicht durch? Nö. Nee. Hä? Sag doch mal. Nein, 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 nein,
falsch. Nee, vielleicht ja oben. Falsch. Warum? Vielleicht ja oben. Das ging doch da doch weiter. Warum gehst du da nicht erstmal hin? Wo denn? Nein. Nee. Da. Da waren wir doch schon. Das ist ein Fahrstuhl. Das ist ja blöd. Wo kommt man hier hin? Das ist im Kommenbild. Da musst du nicht hin. Kommenbild vielleicht nicht. Da musst du doch raufgehen. Ich höre doch hier auch noch was. Weißt du, da kamen wir doch nicht rein. Da, da. Geh weiter. Da. Geh weiter. Geh da rein. Ja, hier hörst du das nicht. Nein. Geh da rein. Wieso haben wir das nicht gesehen? Da liegt es. Ach du Scheiße. Ah. Nasch, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Jetzt kommen wieder Gegner. Toll. Jetzt musst du gehen. Jetzt kannst du raus. Jetzt kann ich raus, ne? Ja, jetzt kannst du raus. Aber wo? Aus dem Ausgang, steht dran, Exit. Hast du schon mal vorgelesen? Ja. Was qualmt denn da? Ach, da qualmen so Menschen. Roboter. Geht das hier raus? Ich weiß nicht mehr, wo das rausgeht. Oh. Geh mal weg. Hä? Ich will hier raus. Nein, da doch nicht raus. Ist doch nicht aus dem Spiel raus. Hier müsste das doch weitergehen. Nein. Ich bin so doof. Da, geh einfach mal. Ich muss doch hier irgendwie rauskommen. Jetzt hier rein. Ich will hier raus. Ach, wisst ihr was? Das machen wir in den nächsten 3 Folgen. Ist da jemand anwesend? Oh. Nein. Da ist noch jemand, das gehört. Ja, da klappert auch noch was. Safe. Siehste. Und jetzt noch eine Haarklammer. Wie mal gut, ich bin hier noch rumgeirrt. Wegen die Klappen, die Haarklammer ist ab. So. Ab. Nein! Ich absage, ich sind putt. Immer beim zweiten Mal, ne? Ganz leicht. Schicke Haarbürste wurde mitgenommen. Und die nächste Seite. Da habe ich wieder vom Fahrklammern. Edgy Mann. Ja. Warum verstecken Sie sich? Weiß kann. Aber wieso ist hier noch einer? Den hast du vergessen. Telefon. Seltsam. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Ja. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja. Da ist noch eine Kiste. Wo? Hinter dir. Ja, die hatte ich da drin gelassen. Gut. Du musst runtergehen. Dann... Du musst die Treppe runter. Welche Treppe? Ich sehe keine Treppe. Irgendeine Treppe. Da ist die Treppe. Hier ist die Treppe. Da geht's die Treppe nach unten. Siehst du, da musst du runter. Ja. Aber hier sind ja eh gleich wieder Sünds. Wenn ich Gänsehaut bekommen könnte, dann an einem Ort wie dem hier. Ja. Jetzt sind wir draußen. Okay. Und jetzt kommen noch mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.